Du bist. R-E-W-I-N-F-I-D. Ganz kurz vorab, Freunde, ich wünsche euch jetzt mega, mega viel Spaß mit dieser unglaublich witzigen Folge Who's Your Daddy. Wenn ihr Bock auf mehr von diesen Videos habt, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen hoch da und dann werden wir das auf jeden Fall in die Tat umsetzen als regelmäßiges Format, meine Freunde. Ich habe auf jeden Fall noch eine kleine Ankündigung für euch, Freunde. Vielleicht hat es der eine oder der andere oder beziehungsweise die eine oder andere schon mitbekommen. Ich habe in meinem Banner jetzt bei YouTube einen neuen Partner. Dieser Partner ist Instant Gaming. Instant Gaming ist eine Seite, auf der man deutlich günstiger als im Handel normale Spiele kaufen kann und das vor allen Dingen ohne Wartezeit. Ich habe sehr viele Anfragen von Key-Resellern und Gaming-Shops im Internet erhalten und muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich bewusst für Instant Gaming entschieden habe, weil es da nicht irgendwelche in China gefarmten FIFA-Coins, irgendwelche seltsamen WoW-Coins oder Pornopalosa-24-Coins gibt, sondern halt wirklich nur die Spiele. Wenn ihr euch also demnächst irgendwann mal ein Spiel zulegen wollt, könnt ihr mir gerne einen Gefallen tun, das Ganze über meinen Raffling kaufen, der ist in der Beschreibung verlinkt, das müsst ihr aber nicht. Nur damit ihr Bescheid wisst, Freunde, Instant Gaming ist jetzt Partner bei mir in meinem Facebook-Banner, also angezeigt, auf Twitch angezeigt, sowie auf YouTube. Viele andere Leute, die ich kenne, sind bereits ebenfalls bei Instant Gaming, zum Beispiel Gamers Time, Bibernator und so weiter und so fort, und ich habe mich einfach bewusst dafür entschieden und dachte mir einfach, das wäre eine ganz nette Aktion, euch das mal so mitzuteilen. In diesem Zuge würde ich auch gerne ankündigen, dass ich jetzt öfter streamen möchte. Vielleicht wird ja der nächste Stream morgen Abend schon stattfinden, Freunde. Wenn ihr das wollt, lasst gerne mal einen Daumen hoch da. Checkt auf jeden Fall jetzt die Folge Who's Your Daddy aus. Ich habe den mega Lachfleisch meines Lebens gehabt. Lasst einen Daumen hoch da. Viel Spaß, haut da rein. Tschüss. Ich bin so froh, dass ich in dieses wunderschöne neue Haus eingezogen bin. Mit meinen drei Kindern, die sich seit der letzten Folge kein bisschen verändert haben und noch immer die gleichen Personen sind. In diese wunderschöne neue Nachbarschaft. Hier lässt es sich wahrlich leben. Nicht nur das, sondern dieser wunderschöne Bagger, den ich mir zugelegt habe. Ich muss sagen, ich bin wahrlich zufrieden mit meinem Leben. So, dann schauen wir mal, was meine kleinen Rabauken heute alles so machen. Ich muss ehrlich sagen, dieses neue Haus gefällt mir so dermaßen gut. Keine nervigen Fernseher mehr. Wunderschöne Äste sind in diesem Haus. Schöne Dekorationen. Und meine drei Kinder, die sich seit dem letzten Mal, wie gesagt, kein bisschen verändert haben und immer noch die gleichen Personen sind. Guten Morgen, Kinder! Aufstehen! Aufstehen! Steh auf, du bist gewohnt! Guten Morgen! Aufstehen hier! Hey, hallo, guten Morgen! Aufstehen! Hey, na? Habt ihr alle gut geschlafen, Kinder? Wieso bist du schon zu Hause? Weil ich arbeitslos bin und gekündigt wurde. Ah. Du hast keine Arbeit mehr. Nein. Kein Geld mehr? Kein Geld mehr. Lukas, ich glaube, es wird schwierig, deine Medikamente. Lukas, stehst du wieder auf? Lukas, ich glaube, es wird schwierig, deine Medikamente für dein Krüppelbein zu bezahlen. Ich glaube, dein Bein ist kaputt. Lukas, was hast du gemacht? Nichts. Was hast Warum du hat Mama in der Schwangerschaft gesoffen, Lukas? Warum? Gut, Kinder, kommt mit runter. Wir gehen erstmal was frühstücken. Kommt. Okay. Kommt mit runter. So. Folgt mir. Schaut mal hier, das hat Papa gestern Abend gemalt, dass er betrunken war. Das ist eine Obstschale. Ihr mögt doch Obst, oder? Ich hätte lieber eine echte Obstschale. Wir haben keinen echten Obstschalen. Kommt mit. Wir können froh sein, dass der Staat dieses Haus bezahlt. Setzt euch bitte. Hier vorne ist der Äste. Hallo, es reicht jetzt. Stein, beruhigt dich, okay? Setzt euch bitte hin, Kinder. Setzt euch bitte hin. Setzt euch bitte hin. Hier vorne, hallo, hier. Hier vorne hinsetzen. Hier ist der Esstisch. Okay. Lukas. Nein. Lukas, steh bitte auf. Komm, setz dich bitte hier vorne hin. Setz dich bitte hin. Ihr könnt euch mit X hinsetzen. Ich gucke mal ganz kurz, was wir im Kühlschrank haben. Oh, wir haben nichts im Kühlschrank. So, okay. Wartet ganz kurz. Wir haben auch. Lukas legt sich wieder auf den Lukas. Steh, Lukas. Ich hab Hunger. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Also. Wir haben zwei Toastscheiben und einen gekochten Kebabspieß. Mehr haben wir leider nicht, außer diese Schale Candy, die nur Dekoration ist. Okay, Lukas, da du das hässlichste Kind bist, kriegst du auf jeden Fall ein Stück Toast. Danke. Und du kriegst beides, weil du bist mein Lieblingssohn. Und du bist ein Stein. Steine brauchen nicht essen. So, Lukas. Ja? Lukas, kommst du mit? Lukas! Ja? Steh bitte auf, komm mit. Okay, okay. Gott, das will ich hasse, dass du ständig ohnmächtig wirst, weil das ganze Blut in dein linkes Bein läuft. Ich hab Hunger. Tobi, kümmere dich mal bitte um Stein, er hat Hunger. Lukas, kommst du bitte? Ich wollte mein Brot aber noch. Lukas, nein, gib mir das Brot. Lukas, gib mir das Brot. Gib mir das Brot, Lukas. Gib mir das Brot. So, komm her. Lukas, möchtest du das Brot haben? Ja. Kannst mich am Arsch. So, jetzt komm mit, Lukas. Lukas! Lukas! Steh auf! Hey! Lukas, das Arbeitsamt hat uns was gebaut, ein Geräteschuppen. Und da darfst du jetzt wohnen. Papi, guck, Lukas, Lukas, gehst du bitte in den Geräteschuppen? Ich will Lukas, nicht. In den Geräteschuppen. In den Geräteschuppen jetzt! Lukas! Ja! So,
Alles klar, sehr gut. Tobi, ich hab Wurst gefunden, ich hab Wurst. Das ist ein Kebabspießstein. Ich hab das Wurst. Okay, Tobi und Stein, ihr dürft hier spielen und Lukas, kannst du mir einfach einen Gefallen tun? Was? Und schnellstmöglich im Geräteschuppen einfach sterben, damit wir deine Leiche entsorgen können. Hey, geh da raus, das gehört Lukas. Raus aus dem Rollstuhl, der ist... Nein, ich brauch das. Der ist von Lukas, du brauchst das nicht. Lukas? Ja. Hier wird nicht geschlafen. Hey! Stein, hör auf! Hör auf, deinen minderbemittelten Bruder zu befreien, okay? Ich weiß es nicht. So, komm mit, Tobi. Komm mit. Dafür, dass du so unartig warst, Tobi, gehen wir jetzt mal in Papas Schlafzimmer. Komm. Bus bauen. Nein. Flugzeugträger. Lukas ist nicht ernst. So. So, Tobi, also. Boah, warte. Du darfst jetzt gerne anfangen. Okay, Papa. So. Was machen wir? Wieso habe ich eine Toastscheibe auf dem Rücken? Was ist das? Mit diesem Fernseher im Hintergrund. Kinder? Ja? Yeah. Also, wir machen heute einen Contest, okay? Okay. Wer jetzt den coolsten Sprung macht, in den Pool rein, kriegt beim nächsten Mal von mir eine Schrotflinte. Okay. Lukas! Ja? Hör auf, du kannst nicht klettern. Lukas, du kannst nicht klettern. Lukas! Stell das hier runter schon. Stirbt der. Hat Lukas Rollstuhl in den Pool geschoben. Aua. Okay, Stein, fang an. Zuerst du, Stein. Ey! Stein, los! Okay. Geh weg. Okay. Halt die Wurst, okay? Das ist ein Kebab-Spieß. Das ist Kebab-Wurst. Fang Kebab! Ja. Und nun du, Tobi. Gut. Okay. Los, zeig, was du kannst, Tobi. Mach eine Arschbombe. Achte auf die Toastscheibe. Okay. Auf meinen Rücken. Okay. Okay. Wow. Okay, und jetzt du, Lukas. Lukas, komm bitte. Lukas, ja? Komm da runter. Lukas, komm da runter. Nein, Lukas. Du spielst nicht mit. Doch, guck. Okay. Mit diesem Bein. Du Fisk! Ich hab gewonnen! Oh Scheiße! Dieses Bein! Okay, Lukas, du hast natürlich verloren, weil du bist. Was? Halt Stein? Wo bist du? Okay, Kinder, komm, wir machen Schaukelwettbewerb, okay? Setz euch alle auf die Schaukel. Zuerst du, Stein. Okay. Okay, schaukel mal. Wow! Ich schreibe mich ein. Stein, ich glaube, du bist... Stein, ich glaube, das hat keinen Sinn. Okay, will jemand mit mir rutschen gehen? Kommt her, Kinder. Ja. Nein, ja. Lukas! Ja. Setz dich hier hin. Ja. Schau mal, Lukas, magst du Ballons? Nein. Magst du Ballons, Lukas? Nein. Bist du dir sicher? Lukas, magst du Ballons? Ja. Okay, dann nehme ich dir die weg. So. Lukas. Lukas. Was? Komm da raus. Lass mich. Danke. Ey. Lukas. Schuld. Lukas, komm her. Aua. Du gehst jetzt in den Pool und setzt dich da unten in den Rollstuhl. Ist das klar? Lukas, da unten. So. Ich krieg keine Luft. Richtig, so. Kinder, schaut mal her. Ich hab euch Ballons gekauft, weil ihr seid meine Lieblingskinder. Schaut her. Aber ich magst mag du das? Ballons. Ja, voll schön. Lukas? Ja, Hör auf. Lukas? Ja? Also, pass mal auf, ja? Was? Wir können es jetzt auf die Art machen oder auf die andere, okay? Okay. Also. Ja! Pass mal auf, Lukas. Ja? Du hältst deine Fresse und setzt dich da runter, okay? Ja, gute Kontakte zum Jugendamt. Bitte? Wohin gehst du? Nee, alles gut. Okay, passt auf, Kinder. Wir machen einen kleinen Messerkampf zwischen euch, okay? Ihr müsst ja für das Leben auf der Straße müsst ihr gewappnet sein, okay? Okay. Also, hier hast du ein Messer. So. Und hier hast du ein Messer. Lukas, du darfst mitspielen. Lukas, du darfst mitspielen, okay? Okay, warte. Komm her, warte. Lukas, komm bitte her, Lukas. Komm bitte her, okay? Hier. So, okay. Und jetzt kämpft ihr beide gegen... Und jetzt kämpft ihr... Nein, Lukas, nicht totstellen. Das machen nur schwache Kinder. Okay. Und nun dürft ihr gegen Lukas kämpfen. Und los. Was? Okay. Auf ihn. Okay. Ich liebe es, wenn meine Kinder spielen. Sehr gut. Endlich. Okay. Lukas? Ja. Bist du jetzt tot? Ja. Das ist gut. Zeig mal, Lukas. Zeig mal, Lukas, wie ihr kacken könnt. Komm, zeig mal. Okay. Siehst du das, Lukas?
Ja. Okay, und jetzt du, Tobi. Diese Arbeit. Und jetzt du, Tobi. Okay. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, Tobi. Und jetzt du, Lukas. Ja. Hey, warte. Hilfe, ich komme nicht mehr weg. Lukas, tu das Bein heraus. Lukas, oh Mann, ja. Komm duschen jetzt hier. Ja. Aber ich war doch schon. Alle drin. Zusammen duschen, Kinder. Alle unter die Dusche. Und ihr, setzt euch jetzt bitte hier hin, kommt hier ins Loch, Kinder, und wir lachen jetzt alle über Lukas, da. Lukas? Was? Du stirbst mir hier nicht, aufstehen! Kein Bock auf die Sauerei. So, Kinder, ich mache euch was zu essen. Es gibt heute eine Karotten... Hasensuppe. Das geht leider nicht, deshalb habe ich für euch einzeln, für dich, Lukas, Karotten, damit deine Augen besser werden und der Rest deines Körpers. Und Kinder, ihr kriegt Hase. Alpha genommen. Ja. Moment mal, wir haben hier irgendwo ein Wasserleck. Wir haben hier irgendwo ein Wasserleck. Ich kümmere mich ganz kurz darum. Legt ihr schon mal ins Bett, ich kümmere mich kurz um Lukas, ja? Okay. Okay. Gute Nacht, Alpha. Gute Nacht, Tobi. Gute Nacht. So, Lukas, ich komme zu dir, ja? Ja. Papa liest dir noch eine gute Nachtgeschichte vor, okay? Das ist nett. Bist du schon in deiner Kammer? Klar, Papi. Na gut, Lukas. So. Also, hey. Lukas, legst du dich bitte hin? Ja. Schlaf ruhig, schlaf ruhig. Gute Nacht. Aber ich bin doch nicht. Lukas ist fertig geschlafen, okay? Was Lukas, mit meiner Geschichte? Wie gesagt, Lukas. Einfach Papa. Gute Nacht. Lukas, schlaf gut. Papa hat dich ganz doll lieb, wirklich. Am meisten von allen anderen Kindern, Lukas. Echt, du bist mein absoluter Lieblingssohn, okay? Der Papa geht jetzt. Der Papa hat jetzt Nachtschicht, Lukas, ne? Mhm. Mach's gut. Schlaf gut, Lukas, ne? Gute Träum Nacht. Was Süßes. Gute Nacht.